Oberhaupt der Briesmannstraße, lange Zeit eine Brache in Cottbus. Früher eine Tuchfabrik, Stolz der Stadt, jetzt mit Wiese überwachsen, jetzt geht's endlich los. Welche Bedeutung hat denn das Quartier für die Stadtentwicklung? Man gewöhnt sich ja an viele Situationen. Auch ich glaube, viele Cottbusserinnen und Cottbusser haben diesen Standort zwar wahrgenommen, aber wenn man sich ihn richtig anguckt, dann schreit er quasi nach dem Wort Neubau, Nutzung, Funktionen. Wir sind hier an einem wichtigen Punkt auch, direkt an der Nahtstelle zwischen der Innenstadt und Ostrohn. Insofern ist es ganz wesentlich für uns, dass dieser Neubau mit dem Spatenstich heute für den ersten Bauabschnitt hier in die Standortentwicklung geht. Die Briesmannstraße dann auch als Wohnquartier neu genutzt werden kann. Und natürlich haben wir ein Erbe hier mit der Geschichte und der Tuchfabrik. Aber wir werden hier in Zukunft wirklich ein tolles und breites und qualitatives Portfolio im Wohnungsmarkt haben an einem wichtigen Standort an der Innenstadt. Wie wichtig war es denn, eine sozialpolitische Mixung auch hinzubekommen, was die Wohnung angeht? Weil sonst redet man bei der Innenstadt immer über teure Wohnungen, Eigentumswohnungen, eine Gentrifizierung, wie auch immer. Und hier wird ja von Sozialwohnungsbau bis Eigentumswohnung alles gebaut. Der Cottbuser Wohnungsmarkt braucht sozusagen eine Ergänzung. Wir schauen natürlich auf die verlässliche Entwicklung auch von Mieten im Bestand, auch auf dort notwendige Sanierungsmaßnahmen. Zeitgleich benötigen wir dringend Neubau. Wir brauchen neue Wohnungsangebote und das im Komplettportfolio zwischen kleinen und großen Wohnungen. Das Ganze wird hier entstehen, auch in einem sehr qualitativen Wohnumfeld. Und die Standortentwicklung wird begleitet auch durch die Wohnraumförderung des Landes Brandenburg. Das heißt, es gibt hier auch eine Unterstützung für die Mietpreiskonditionen der einzelnen Wohnungen. Das heißt, mit zwei Einkommensgrenzen sind hier auch entsprechend Wohnungen dann mietpreisgebunden. Und das ist für die Zukunft ganz wesentlich, dass wir Wohnen für alle haben. Und natürlich brauchen wir auch an weiteren Standorten in der Innenstadt die Entwicklung. Auch das Thema Eigentumswohnung haben Sie schon gerade angesprochen. Aber für den Mietpreisbereich eben in der kompletten Größenabwicklung in der gesamten Qualität und für alle bezahlbar. Merken Sie das im Bauamt? Also kommen andere Bauanfragen auch rein aufgrund des Strukturwandels? Wir reden über das Bahnwerk, über die Uniklinik jetzt und die Uni, die Haufen bauen will. Aber merkt man das vorausschauend schon für den Wohnungsmarkt? Wir spüren das vor allen Dingen in den Vorbereitungsmaßnahmen, das heißt mit den Antragsverfahren selbst für Vorhaben, aber eben auch mit dem begleitenden Bebauungsplanverfahren. Dort gibt es tatsächlich die Trendentwicklung nach oben. Nun haben wir gerade eine Situation auf dem Wohnungsmarkt, wo vielleicht auch mehr oder weniger eine Abwartehaltung nicht nur in Cottbus da ist, aufgrund der Kostenentwicklung, aber definitiv benötigt Cottbus für die Zukunft zusätzlichen Neubau, Wohnraumangebote. Das kann man weiterziehen an dieser Stelle. Auch für die Bildungsinfrastruktur werden wir entsprechende Maßnahmen vorsehen müssen, für die verkehrliche, stadttechnische Infrastruktur. Also der Strukturwandel prägt sich tatsächlich insgesamt auf die Stadtstrukturen und die Stadtgesellschaft aus. Dann fragen wir einfach mal in die Zukunft, wo geht es denn weiter nach der Briesmannstraße? Wir haben viele weitere Standorte, wo wir dann in Zukunft in die Entwicklung gehen möchten mit den jeweiligen Eigentümern. Da schaue ich natürlich vor allen Dingen auf die Partner in der Wohnungswirtschaft, die beiden großen Wohnungsunternehmen, aber eben auch die sonstigen Bauträger. Und wir haben mit der GBC, wenn man das Beispiel mal nimmt, sicherlich auch den Blick in nächster Nähe mit dem ehemaligen Busbahnhof Marienstraße. Und auch dort ist vorgesehen, mit einem Neubauprojekt weitere Angebote zu schaffen. Also viel Bautätigkeit in den nächsten Jahren noch in Cottbus aufgrund der positiven Entwicklung, richtig? Das ist richtig. Wir werden viel Bautätigkeit haben. Wir haben sicherlich dann an dieser Stelle auch eine starke Einschränkung für die Cottbusserinnen und Cottbusser. Und es wird viele Baustellen geben. Das ist immer erstmal für sich natürlich ein Problem. Aber in Zukunft wird Cottbus sehr viel schöner und noch toller halt Angebote da haben.